Ich nehme euch jetzt mit auf die Reise, egal in welche Richtung das geht. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen veganen Produkttest. Heute geht es, wie ihr dem Bild und dem Titel nehmen könnt, um vegane Thunfischprodukte. Vermehrt sind es Thunfischsalate und hier ist es auch ein spezieller Fall, denn diese Produkte sind alle schon komplett abgelaufen. Warum abgelaufen? Weil ich sehr, sehr lange nach einem bestimmten veganen Thunfischprodukt gesucht habe, habe es aber leider nicht gefunden und in der Zeit sind die Sachen alle abgelaufen und ja, dachte vielleicht, das könnte auch interessant sein, weil wir uns ja auch immer die Frage stellen, sind Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufene Lebensmittel eigentlich noch gut, wenn sie vegan sind? Wir haben ja schon mal einen riesen Produkttest gemacht mit ganz vielen abgelaufenen Lebensmitteln hier. Wenn man hört Thunfisch und abgelaufen, dann kräuseln sich schon so die Nackenhaare nach oben, weil das ja eigentlich nicht so gut ist. Aber dadurch, dass das ja alles rein pflanzlich ist, ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Ich habe noch so ein, zwei kleine Überraschungen auf Lager heute. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich würde sagen, wir legen jetzt los und bin selber sehr gespannt, wie das Ganze heute schmeckt. So, als erstes haben wir hier einen veganen Thunfischaufstrich von Kühlmann tatsächlich. Ich habe diese Marke noch nie gehört, soweit ich mich erinnern kann. Das Produkt ist abgelaufen am 28.04. Guter Monat und ein paar Tage. Das ist, glaube ich, so das erste Produkt, was ich überhaupt gekauft habe. Und daher kam auch der Gedanke, warum ich diesen Test eigentlich machen wollte. Einmal kurz vorweg, wir haben ja schon mal eine Community-Umfrage gehabt bezüglich der ganzen Garden Gourmet veganen Produkte. Denn Garden Gourmet macht wohl auch einen ziemlich guten veganen Thunfischaufstrich bzw. ja, Thunfischersatz. Ihr habt aber gesagt, dass ich die Sachen nicht mittesten soll. Das ist jetzt schon einige Wochen her und vielleicht sogar Monate. Und in der Zeit sind ja auch noch einige andere Leute mit dazugekommen. Also meine Frage jetzt nochmal an euch. Grundsätzlich sollen wir das beibehalten, dass wir keine Garden Gourmet Produkte hier testen? Oder sagt ihr, euch interessiert das so doll, dass ich sie mit wieder reinnehmen soll? Und jetzt geht es hier zum Kühlmann veganen Thunfischsalat. Auf Basis von Weizen. Hier drin sind 150 Gramm. Was sehen wir in der Zutatenliste? Sesam sogar dabei. Kapern sind auch drin. Nori-Flocken, das sind japanische grüne Meeresalgen. Wahrscheinlich für den Geschmack nachher. Guarkernmehl und Xanthan ist hier auch drin. Hier auf 100 Gramm 317 Kilokalorien. Fett 28 Gramm. Davon gesättigte Fettsäuren 2,3. Das ist im Verhältnis eigentlich schon sehr gut, aber dadurch, dass wir hier fast ein Drittel Fett drin haben, das ist schon heftig tatsächlich. Kohlenhydrate haben wir 8,5, davon Zucker 5,3, also auch viel Zucker drin. Eiweiß 8,2 im Verhältnis zu 28 Gramm Fett, das ist ein bisschen mehr als 1:3. Ich habe echt Respekt, das Ganze jetzt aufzumachen, aber so macht er noch einen guten Eindruck. Ich nehme euch jetzt mit auf die Reise, egal in welche Richtung das geht. Erste Nase. Oh, okay. Wirklich angenehmer als ich dachte. Ich dachte wirklich, jetzt kommt so ein bissiger Säuregeruch raus, aber das ist gar nicht so. Soweit ich sehen kann, auch keine schimmligen Stellen drin. Ich hoffe wirklich, es bekommt jetzt wohl, ansonsten habe ich die ganze Woche ein Problem. Oh, ich habe davon nichts runtergeschluckt. Sobald ich das Ganze im Mund genommen habe, kam diese Säure hoch vom letzten Produkttest, wo der vegane Nudelsalat schlecht war tatsächlich. Ich habe den nämlich nochmal gekauft. Ich werde das in dem Video nochmal im Kommentarbereich updaten. Sofort eine stechende Säure auf der Zunge. Gut, dass ich keinen Wirkreiz gekriegt habe, aber das geht definitiv nicht mehr. Ich hoffe, bei den anderen Sachen ist es jetzt nicht genauso. Oh, wow. Der erste Schock ist überwunden. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Produkt von VitaQuell. Hier steht vegetarisch seit 1922. Da steht aber ganz klar drauf, dass das Ganze vegan ist. Dieses Produkt ist abgelaufen am 6.5. und ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so lange her ist, dass ich das Ganze gekauft habe. Ich hoffe, das wird jetzt nicht ähnlich dramatisch, aber vielleicht ist das Ganze noch mal ein bisschen anders, wenn diese Sachen so viel Säure enthalten. Hier 180 Gramm drin. Hier steht, dass das Ganze auf Basis von Erbsenprotein ist. Stabilisatoren, Xanthan ist hier wieder drin. Unglaublich. Und Guacamole. Auf
100 Gramm haben wir 269 Kilokalorien, bisschen weniger Fett, 22 Gramm, Kohlenhydrate 10 Gramm, davon Zucker 7,5, also auch unglaublich viel Zucker hier dran. 6,5 Gramm Eiweiß im Verhältnis, auch ein Schwergewicht. Ich mache das Ganze mal auf. Oh, erste Nase. Oh, riecht angenehm. Riecht ein bisschen mehr nach Thunfisch. Macht so einen ganz guten Eindruck. Ich muss aber sagen, es sieht sehr frisch aus und appetitlich auch. Oh, es wird nicht wieder so sauer. Minimal Thunfischgeschmack dabei. Die Konsistenz von diesen Erbsenproteinen, was hier drin ist, wahrscheinlich verarbeitet als Granulat oder sowas. Ja, jetzt so im Nachgeschmack kommt die Erbse auf jeden Fall raus. Ansonsten alles sehr knackig. Das Gemüse schmeckt sehr frisch noch. Also da haben wir Glück gehabt. Thunfischsalat nicht so nah tatsächlich. Schmeckt eher wie so ein bisschen Hacksalat oder sowas. Also ein bisschen vielleicht. Bisschen süßlich, trotzdem gut abgeschmeckt, gut gewürzt. Kann man machen, muss man nicht. Vitaquell kenne ich nicht. Geschmacksmäßig rundum gut. Thunfisch eher weniger. Würde ich jetzt sagen, 2 Sojabohnen. So, wir machen weiter mit einer Firma, die wir kennen oder die ich zumindest kenne. Und zwar geht es hier um Feinkost Pop Veganen Thunfreisalat auf Basis von Rapsöl und Pflanzenprotein. Das werden wir gleich herausfinden, was das genau ist. Abgelaufen am 14.05., also gute 2 bis 3 Wochen jetzt. Da habe ich gleich noch eine Überraschung. Mal gucken, was ihr davon haltet. Wir haben hier drin auch 150 Gramm Kichererbsenprotein haben wir hier drin. Erbsenprotein, Weizenprotein. Was sind Harad-Samen? Ich schreibe es hier einmal runter. Harad-Samen. Natriumcarbonate, Diphosphate, Verdickungsmittel, Guarkernmehl, noch gar nicht gehört heute. Xanthan, weiß auch nicht, was das sein könnte. Und Carrageen und Cognac. Da haben sie die ganze Bandbreite an E-Nummern, glaube ich, rausgehauen. Oh Mann, ey. Alter, hier haben wir auf 100 Gramm 284 Kilokalorien. Fett haben wir hier 24 Gramm, also zwischen den anderen beiden Produkten. Kohlenhydrate 11 Gramm, davon Zucker 7,2, also ordentlich viel Zucker reingehauen. 4,8 Gramm Eiweiß, noch weniger als die anderen. Erste Nase. Ja, riecht auf jeden Fall mehr nach Thunfisch. Hier sehe ich aber auch drin Erbsen, Paprika. Was ist das denn hier? Okay, das ist vielleicht der Thunfisch. Okay, also appetitlich sieht anders aus, definitiv. Eieiei. Was habe ich mir da bloß eingebrockt? Ist cremig, fühlt sich ein bisschen schwerer an im Mund, also nicht so leicht und frisch wie jetzt bei Vitaquell zum Beispiel. Da war das sehr angenehm im Mund. Schmeckt ein bisschen nach veganer Mayo. Diese kleinen, ja wahrscheinlich veganen Thunfisch. Häppchen, die da drin sind. Die haben eine ganz komische Konsistenz. So ein bisschen fest und glibberig zusammen. Der Nachgeschmack hat schon ein bisschen mehr Thunfisch, muss ich sagen. Der Rest ist auch noch bissfest. Ich habe jetzt aber noch eine kleine Ergänzung, denn ich habe mich selber gefragt, okay, wie schmeckt das Produkt eigentlich, wenn es nicht abgelaufen ist? Und dafür habe ich mir einfach noch ein zweites jetzt aktuell gekauft. Und dann schauen wir mal, ob das ähnlich schmeckt. Ich muss aber sagen, der Geschmack bzw. der Nachgeschmack, den haben sie, ich sag mal, solide getroffen. Man kann erahnen, dass es Thunfisch sein soll. Es riecht ähnlich, vielleicht ein bisschen leichter. Es schmeckt tatsächlich anders. Minimal leichter im Mund. Diese veganen Thunfischstückchen haben hier auch eine ganz andere Konsistenz tatsächlich. Bisschen so strukturiert, wie man es von Fisch oder Thunfisch auch kennt. Gefällt mir wesentlich besser als der Kram hier. Das macht noch einiges gut. Ich hätte dem Ganzen vorher, glaube ich, 3 Sojabohnen gegeben und jetzt mit dem frischen Produkt 3,5 bis 4 Sojabohnen würde ich dem Ganzen jetzt geben. So, liebe Leute, jetzt haben wir noch ein Produkt hier. Das lacht mich schon seit Monaten an, habe es aber nicht mitgenommen. Den Unfished Plain Tuna. Das ist eine vegane Thunfischalternative im Wasser, also ein Eigenwasser wahrscheinlich. Man kennt es vielleicht von den klassischen Konserven, wo Thunfisch drin ist, einmal in Eigensaft und in Öl eingelegt. Der ist noch nicht abgelaufen und der ist auch wesentlich länger haltbar, denn das Ganze ist haltbar bis März 2026. Die Zutatenliste ist relativ kurz, ist gar nicht so schlecht. Abtropfgewicht 125 Gramm, also reines Produkt. Wir haben hier auf 100 Gramm 110 Kilokalorien. Und jetzt kommt's: 3 Gramm Fett, 4,4 Gramm Kohlenhydrate und 15 Gramm Proteine. Das Verhältnis ist nicht schlecht. Oh, ja.
Es ist sehr faszinierend. Es riecht fast 1:1 wie das vegane Thunfischprodukt von Endori. Sieht einigermaßen appetitlich aus, gut strukturiert, ähnlich wie Thunfisch. Aber ansonsten sieht das Thunfisch sehr ähnlich, muss ich sagen. Es gibt schon mal Erlebnispunkte. Ja. Von der Struktur her holt das schon ab und vom Geschmack her in den ersten Sekunden auch. Und danach verfliegt der Geschmack und da muss man sich fragen, wohin. Danach schmeckt es dann einfach nur noch nach Weizen und Soja. Und der klassische Fischgeschmack, der ist dann komplett verloren. Wenn man das jetzt in einen Aufstrich verarbeitet, also so ein bisschen vegane Mayo dazu, ein bisschen Gewürze rein, kann das vielleicht eine bessere Geschichte werden als Basis. Okay, vielleicht. Nährwerte sind super. Das gibt einen Pluspunkt. Geschmack eher nicht so, eher so 2 Sojabohnen. Was geschmacklich aber eine ganz andere Geschichte ist, das ist der neue vegane Kochschinken von Green Force. Und warum der zwischendurch so schwierig war zu bekommen und wie der abgeschnitten hat, zusammen mit anderen veganen Frühstücksprodukten, das erfährst du in diesem Video hier. Viel Spaß dabei, liebe Grüße und bis zum nächsten Video. Ciao.